Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lost in Play. So, letzte Folge sind wir ja aus den Fängen des Goblin-Reihers entkommen und hier, naja, ich hoffe jetzt nicht unbedingt an Deck zerschellt. Wir gucken mal, ob wir jetzt nur noch so ein unansehnlicher Haufen Matschepampe irgendwie sind oder immer noch unsere beiden sympathischen Geschwister. Hallo! Ach Gott, oh Gott. Das war ein Flug. Aber. Hup! Sie! Bordituki! Ich habe das Gefühl, wir kommen eher immer nur weiter. Huch! Wir kommen immer nur weiter weg von zu Hause. Anstatt. Oh Gott, oh Gott. Wo hat er seine neuen Schlüppi her? Das ist natürlich die erste Frage, die mir in den Sinn kommt. Oh mein Gott. Heißt jetzt nicht, dass ich drauf abgesehen habe, kleine fliegende Männerschnippis zu sehen. So. Okay, na gut, dann fragen wir doch erstmal. Kalmike. Panagrita Heulekun. Ha. Axiola Boheia. Urimagam aloyonotohoi. Ja, ja, genau. Ala leora. Jose kezezutana. Ne Karte. Chakapuna. Chakaluma. Ja, Chakaluma. Tschüss. Proktihui. Schutzi arungilani. Kuchileiki. Heulekun. Oha. Polita Cheila. Oha. Da war ein riesiger. Huch, was passiert hier gerade? Was war das denn gerade? Auf der Karte war ein riesiger Steingolem und Shai Hulud. Och nee, warte. Wie können wir denn auf die Karte zugreifen? Können wir so auf die. Wir können so nicht auf die Karte zugreifen. Nun gut, ich fahr. Ach na, komm hier. Wir müssen hier lang. In die andere Richtung geht's bestimmt nicht. Ach, herrlich. Schön. Der Wind bläst. Der Wind bläst genau in die Richtung, in die ich möchte. Was machen? Nein, oh Gott, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht. Hey, Proktoko. Guten Tag. Torte Ugilanipu. Okay, dann geht's zum Land. Können wir? Nein! Ich will nochmal wieder zurück. Was ist mit diesen Büchern hier? Was hat das mit den Büchern auf sich? Die glänzen. Ganz magisch. Ein Blobfisch. Ja. So, was zum Teufel? Warte mal, ich muss mir ja nochmal auf die erste. Also, es sind irgendwelche Glühwürmchen hier. Da sind alle möglichen skurrilen Unterwasserlebewesen. Aha, okay. Okay, okay, reichlich Quallen. Gibt's noch irgendwelche Stachelmuscheln? Laternenfisch. So, bisschen Koralle. Oh Gott, gut, dass der nur noch ein Skelett ist. Der sieht ein bisschen. Ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Kirschen. So, einmal raus hier. War interessant, cool. Kann ich ihm nochmal fragen? Nö, eigentlich nicht, wa? Na dann. Tschüss, macht's gut. Viel Erfolg. So, hier ist noch. Was ist das hier? Hier ist ein Stuhl. Er treibt einfach einen Stuhl. Ich kann damit aber. Es geht nicht. Man kann damit nichts machen. Auf geht die wilde Fahrt. Eine Insel mit einer Schatztruhe. Geil. So. Was uns der König schon irgendwie schuldig ist, müssen wir uns halt selber besorgen. Mal gucken, können wir aufmachen? Fehlt der Schlüssel bestimmt, wa? Koralova! Kasipotita ripotalati! Spuck ihn sofort wieder aus! Spuck ihn aus! Was? Gott. Dafür, dass unser Bruder gerade gefressen worden ist, ja? Von so einem riesigen.
man kann es ja nur noch Seeungeheuer nennen, ja, der sich hier tarnt als Schatzinsel, damit er schön hier unbescholtene, habgierige Menschen anlockt, um sie zu fressen. Ist ein bisschen schwierig hier, ist wirklich ein bisschen schwierig. So, wir können hier unter Wasser, wir können aber auch nochmal... Ich weiß, unser Bruder wird gerade, ja, auch wenn du so lächelst, wird gerade in Magensäure aufgelöst. Ich würde doch mal... Wir brauchen einen Schnorchel. Natürlich brauchen wir einen Schnorchel. Was mache ich mir denn hier für komische Gedanken? So, heißt also, hier kommen wir jetzt erstmal wahrscheinlich nicht weiter. So, heißt also, wir müssen nochmal kurz zurück. Vielleicht haben die beiden ja noch einen Tipp. Beziehungsweise, vielleicht haben die beiden ja einen Schnorchel. Und lass mich raten, ich muss da dieses Krebsschachspiel gewinnen. Also wenn die weiter so spielen, dann spielen die noch bis zum Ende aller Tage. Chupkala? Torte huha? Die Stimme war so geil. So, wir müssen natürlich jetzt einen Fisch besorgen. Natürlich, ist doch keine Ahnung. Können wir irgendwie noch einen Fisch besorgen? Welcher Fisch ist denn lecker? Das sieht ein bisschen aus wie der hier, wa? Kann das sein? Ein kleines bisschen. Zumindest das. Fisch. Nö. Was hat dieses Buch auf sich? Aber wie kriegen wir denn jetzt nun einen Fisch? Ich hab keine Angel. Ich hab keinen Köder. Ich hab nichts. Mit Walross können wir nicht fragen. Kann ich hier nochmal in die andere Richtung fahren? Hier ist... Betreibt eine Kiste. Ich kann nichts mit dieser Kiste machen. Kurz nochmal hier zurück. Da ist diese kleine Insel. Das ist die andere kleine Insel. Und gleich fahren wir hier. Das ist genau das, was ich gerade gebrauchen kann. Hallo, Herr Fisch. Das, es trifft sich aber gut, Sie zu sehen. Abhol Service Deluxe ist da. Sie haben eine Fahrt bestellt nach Wanzthausen, habe ich das Gefühl. Eine Sekunde. Warte mal, hier hinten. Wie frech. Ist doch wohl nicht. Da treibt Müll im Ozean, ja, und der beansprucht das sofort. Wir brauchen... Ja, weiß ich nicht, was wir brauchen. Wir müssen irgendwie... Entweder müssen wir schneller sein oder wir müssen was im Tausch haben. Vielleicht ja noch so ein kleines Püppchen? Das Krokodil fehlt. Oder der Wolf. Oder was auch immer. So, guten Tag. Bitte? Könnte ich? Bitte? Alter! Das ist, wenn ich mal, chaotisch gut. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir haben das bekommen, was wir wollten. Oh mein Gott. So. Wahrscheinlich ein Figürchen. Und dann haben wir da ein Glü... Oh Gott. Oh, lass mich raten. Wir müssen die Flasche haben, damit wir Licht im Wanst des Ungeheuers haben. Aber zuerst mal müssen wir vielleicht so eine Figur besorgen. Warte mal, wir probieren noch mal ganz kurz aus. Vielleicht kommt ja was. Choi. Scheu! Das ist... Ah, ich feiere das Spiel so, es ist so gut! Alter Schwede! Oh, schöne Abkürzung, cool! So, ich würde sagen, wir fahren... Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Schön. Da werden wir also... Okay, ist ausgerüstet. So, rin. Schön. Es flutscht auch gut in den Mund rein. Wegen der Fischbucke. Was zum Henker. Oh mein Gott, was zum Henker. Aber hey, sie haben ein bisschen Zeitvertreib, sie können ein bisschen angeln und was super wichtig ist, ja, sie können halt auch da an der Ecke ihre Notdurft verrichten. Das ist ein Traum. Das ist top. Das ist super gut. So, wir haben so einen Blobfisch. Wir haben hier so einen, keine Ahnung, Alaska-Sandwurm. Und dann haben wir hier noch ein paar Quallen und wir haben noch ein bisschen... Wir können jetzt auch wechseln. Ah, interesting. So, wir gucken erstmal. Hallo.
wir hätten im Buch hätten wir besser aufpassen sollen. Ich glaube, er ist der Blobfisch. Was? Was? Nee, kam deutlich später. Der kam auch später. Die kam auch später. Die waren halbwegs früh da. Ja, Blobfisch. Alaska-Seewurm. Eine Qualle, kann sein. Aber ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen gucken. Irgendwie so. Oder hier mit den Stacheln. Und zum Schluss? Nee, der war weiter vorne. Also es ist ja gerade nicht so richtig hier. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal einen Blick ins Büchlein werfen. Ich gehe mal kurz noch mal wieder raus. So, wir können tauschen. Nee, warte mal. Wie kann ich denn tauschen? Kann ich so tauschen? Nö, kann ich nicht. Ach, so kann ich tauschen. So, guter alter Mann. Wir müssen uns mal ein bisschen vorstellen. Wir verbringen hier, ein bisschen länger wahrscheinlich miteinander. Hey, schau die Puh. Was treibt dich hier so her? Ach, okay, der braucht also einen Wurm. Wie bringen wir denn den Wurm hier rein, bitte? Und was ist das für ein magischer Eimer? So, können wir da oben ein bisschen dran rumkillern? Da sind wir natürlich zu kurz. Dann müssen wir wahrscheinlich die Angel haben. Vielleicht ja auch den Saugnapf. Den Pömpel. Ist schon länger nicht mehr gespült worden. So, was ist in dieser Kiste? Die Figur! Wir brauchen den Piraten! Es funktioniert nicht. Ah! Oh, guck mal, wir machen ein kleines bisschen Sender draußen. Da kommen wir nicht ran, hier kommen wir nicht ran. Das Klo, keine Ahnung, das wird vielleicht nochmal spannend für später. Er möchte unbedingt den Wurm haben. Dann tausche ich jetzt nochmal schon... Da ist der Wurm übrigens auch. Dann tauschen wir nochmal rüber, dann holen wir uns mal die Puppe. Sehr schön. Kann ich... Da kann ich ihm Sachen geben. Ah, da kriegen wir den Wurm rein. Okay, ja gut. Gut, machen wir denn so. Würmchen haut ab. Hier muss ich mir noch überlegen. Hier muss ich nochmal gucken. Hier muss ich nochmal beim Buch gucken. So, einmal durchschütteln. Flupp. So, sehr schön. Mach es gut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss noch ein bisschen lesen. So, warte mal. Das Buch. Le Buch. So, zuerst. Zuerst kommt natürlich das Glühwürmchen. Brauchen wir nicht. Jetzt ist die fette Riesenfrage. Welche Seite? Welche Seite? Und wonach geht's? Einfach jetzt die Seite? Also hier sind ja vier abgebildet. Zuerst haben wir dieses Korallending. Dann haben wir die hohe Koralle, ja. Dann haben wir den Blobfisch. Und dann haben wir hier... das Auge. Dann haben wir hier einfach mal das Auge. Hier auf der Seite haben wir... auf der Seite haben wir nur drei. Da haben wir hier Qualle, dann haben wir hier die Muschel, die Stachelmuschel. Und da hinten haben wir hier noch diese, keine Ahnung, die Blockqualle. Hier haben wir den Alaska-Seewurm. Ach, und hier kommt jetzt der Angelfisch und die Korallen. Das ist ja, da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen rumprobieren. Ich bin mir jetzt unsicher, was ist. Zumindest hier haben wir ja die erste Seite. Hier haben wir vier unterschiedliche. Ich würde jetzt einfach von oben nach unten, von links nach rechts gehen. Wie gehabt, wie gewohnt. Okay, gut. Auf zum... Tentakel-Thaddäus. So, dann machen wir einfach mal so. Kann ich... Schatzkarte! Oh mein Gott. So, kann ich jetzt? Ich dachte, wir tauschen. Ich dachte echt, wir tauschen. Nicht aufmachen, wir brauchen die.
Dach. Was sollte uns das jetzt sagen? Ich mach mich noch mal weiter. Können wir, warte mal. Ach, Spiel, du machst mich fertig. Hier sind einfach nur irgendwelche Gesichter. Okay, zwei, also warte mal. Eins, zwei und drei und vier wahrscheinlich. So, das, die zwei wäre jetzt hier die... Ja, wie sollen wir das nennen? Zackenmuschel. Das ist die Zackenmuschel. So. Dann müssen wir nochmal schauen. Hier, der Blobfisch, der hat nur ein paar lustige Brillengläser hier. So heißt also. Dann gehen wir jetzt hier nochmal. Nein! Dann gehen wir jetzt hier nochmal weiter. Ich komme nicht mehr. Ich kann. Hallo? Wie kann ich ihn weitermachen? Ach, jetzt muss ich damit weitermachen. Oh, das ist aber auch nett gemacht. So, nette Partyhüte für die Quallen. Nummer 3. Nummer 3 ist die Blockqualle. So. Dann haben wir irgendwas übersehen. Oh. Okay, so, eins weiter. So, der Alaska-Seewurm. Der ist die Nummer 4 und dann müsste ja wohl hier Pupsbert, genau. Der Angler ist die Nummer 1. So, ich hoffe, ich kann das jetzt nochmal wieder alle zuordnen. Hier. Aha. Okay. Also beim Skelett einfach von vorne bis nach hinten angefangen. 1, 2, 3, 4. Okay, das kann ich mir merken. Da, wenigstens, zumindest das kann ich mir merken. Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ist schon echt cool gemacht. Ist super cool gemacht. So, vielen Dank, die Herren. Ich mach mich mal weiter. So, Jan, ja, dann müssen wir dich großartig fragen. Ich muss nochmal. Ach so, hat sie den jetzt einfach so? Ah, muss ich nicht mehr auswählen? Macht sie automatisch. Ausgezeichnet. So, dann jetzt fette Frage. Ja, wahrscheinlich einfach von links nach rechts, oder? Weil die ja auf dem Kopf stehen. Das ist ja das große Problem. Keine Ahnung. So, Bloppy, du bist es nicht. Du bist es einfach nicht. Wir brauchen den Angler. So, sehr schön. Dann brauchen wir die Zackenmuschel. Diese. Dann müssen wir... Dann brauchen wir die Blockqualle, also die hinterste. Müssen wir jetzt einfach nur finden. Und dann war es der Alaska-Seewurm. Da ist er. Gruppenkusch! Mein Wurm! Okay. Ich wollte gerade sagen, alter Schwede, wir sind wie Gott. Wir haben eine neue, wunderschöne Kreatur geschaffen. Ich krall mir den Wurm. Dann können wir... Ach so, nee, warte. Ich wollte den Wurm gleich hier durchs Loch stopfen. Hier, warte. Den Wurm... Ja, genau. Da durch. Einfach da durch. Ach, das ist nur ein Ausgang. Na gut, dann füttern wir jetzt mal. Ich dachte, wir können den Wurm da einfach durchstopfen. So, na gut. Heißt jetzt nicht, dass... naja, es gibt Eingänge, es gibt Ausgänge, ja? Nicht, dass mir es jetzt falsch steht. So, hier, guck mal, hier, mach auf, hier, komm. Ja. Sehr schön. Mega gut. So, dann würde ich jetzt einfach mal... Kann ich jetzt auch so wechseln? Nö. Ich muss dafür unter Wasser sein. Das ist natürlich ein bisschen... Ja, okay, ja gut. So, einmal runter. Dann könnten wir jetzt hier... Ja, dann können wir jetzt hier tauschen.
So, und dann geben wir ihm doch mal den geilen Wurm. Da ist sogar noch ein bisschen Strom drinne. Und jetzt fängt er bestimmt einen geilen, dicken Wurm. Dankeschön. Bitte was? Der Wurm ist ein Wunderwurm. Das ist echt ein Wunderwurm. Was zum Teufel? Kann ich? Warte mal. Kann ich? Nee. Nee, es funktioniert nicht. Verdammte Axt. Kann ich, weißt du, du kennst es bestimmt auch. Du sitzt irgendwie in einem Bauch eines riesigen Grusel-Monsterfisches. Da macht man halt einiges, um sich die Zeit zu vertreiben, weißt du? Wenn man einen Pömpel hat und ein Klo, dann pömpelt man auch einfach mal das Klo. Einfach, weil man es kann. Das ist halt einfach so. Wir pömpeln. Ein Schlüssel. Und die Schatztruhe? Keine Ahnung. Dann ist das so. Kann ich? Schmutzi-Luki-Hele. Ich brauche einen Schmutzi-Luki-Hele. Okay, ja, dann müssen wir den besorgen. Heißt, ach du Scheibengeld, wo kriege ich denn das? Was? Wo zum Henker kriege ich das her? Würde es sich lohnen? Also mit dem Fisch können wir hier partout nichts machen. Zur Not können wir den ja auch wieder zurückbringen. Ich habe jetzt den Schlüssel und ich habe das. Das könnten wir doch beides rausschmeißen. Jetzt sehe ich so ein kleines Pupsgeräusch. Es ist ein Traum. Ach, warte. So, bevor wir nochmal irgendwas machen. Nee, warte, funktioniert nicht, wa? Genau. Nö, funktioniert nicht. Heißt also, ja, den, nee, hier, warte. Genau. Stopfen den Fisch auch einfach mal da durch. Dann wechseln wir mal rüber. Brüderchen kann sich ausruhen. Nein, ich wollte doch. Nein, hier jetzt nicht den Popo. Nicht den Popo. Genau, den Fisch packen wir uns mal ein. Sehr schön. Und dann packen wir uns nochmal den Schlüssel ein. So, sehr schön. Dann rennen wir mal hoch. So, kann ich. Warte mal, kann ich. Also wir brauchen irgendwas zum Kitzeln. Da hinten war ja eine Möwe. Vielleicht können wir dem. Vielleicht können wir den Fisch geben, dafür kriegen wir vielleicht eine Schwanzfeder, aber wie kriegen wir denn die Feder hier in das Monster rein? Das Monster, was ein bisschen dümmlich und eigentlich nett und süß aussieht. Aber es hat unseren Bruder gefressen. So, kann ich. Ich will aber nicht im Maul von dem. Nicht einfallen! Es funktioniert nicht. Der ist immer noch hungrig. Der hat zwei Menschen gefressen und jetzt will er noch mehr Blut. Unser Blut. Ich meine, warte mal, nee, machen wir mal so. Kann ich ihm den Fisch geben? Ich weiß! Das funktioniert nicht. Fisch? Nö, funktioniert nicht. Oben kommen wir auch nicht ran. Heißt also. Auf zu unseren Freunden hier. Die waren sehr hilfreich. Vielleicht können sie auch noch hilfreicher sein. Genau. Der hat gar nichts gemacht für uns. Oh nein, jetzt geht's los. Oh, die Folge. Oh nein, oh, die ist ja schon... Was? Ich brauche einfach nur 4 Krabben in einer Reihe. Diagonal zählt nicht. Ach,
du Scheibenkleister. Okay. Wir müssen das verhindern. So, warte mal. Dann müssen wir natürlich hier das so tun. Da könnten wir doch hier hin. Der kleine Archibald. So. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich auch super schlecht. Aber dann mache ich doch einfach mal einen auf diesen. So, heißt also, ich könnte jetzt den hier reinbringen. Nein, das ist doch nicht der Arsch. Warum ist das so ein kleiner Pupswurstian? So, jetzt habe ich aber die Ecke komplett frei. Heißt also für mich... Ach, jetzt muss ich ihm hier wieder einen Strich. Das kann ich auch einfach, indem ich nämlich so mache. Und dann habe ich ja gleich gewonnen. Nein! Ah, ich habe es nicht gesehen. Ah, es war so knapp. Ein Zug. Scheibenkleister. Ich habe es... Ah, das ist das große Problem, weißt du? Bist du kurz vorm Gewinnen? Bist du kurz vorm Gewinnen? Ja, du kannst es schon riechen. Dann vergisst man natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen. So, das mit der Ecke war nicht so blöde. Heißt also, ich nehme einfach mal den und hau den mal da hoch. Why not? So. Könnten wir auch jetzt mal hier... Warte mal, was wäre denn klug? Was wäre denn klug? K-L-U-K. Wir müssen ja ihn benutzen und dürfen uns nicht von ihm ausnutzen lassen. Das wäre natürlich richtig gut. So, heißt also... Oh, Scheibenkleister. Freund Blasius muss da weg. Freund Blasius muss hier wieder hin. Das ist aber alles ein bisschen käsig jetzt gerade. Das ist alles super käsig gerade, verdammt. Jetzt sind wir in endlos Loop gefangen. Schade. Ja, hat er mich gut ausgetrickst. Ja. Ich weiß. Das war ein bisschen käsig gerade. Wir probieren es gleich nochmal. So. Wie wollen wir es machen? Wir müssen ja ihn... Ach, ist echt... Ist ganz schön kompliziert. Ist ganz schön kompliziert. Wie wäre es am klügsten? Ecken wären natürlich cool. Problematisch ist dann eben immer, wenn wir dann ins Reagieren kommen, dann haben wir quasi schon verloren. Ich mach mal einen auf diesen. Dann könnten wir jetzt hier die Reihe benutzen. Warum nicht? Machen wir es einfach mal so. Ah, er ist ein kleiner Arsch. Er ist ein kleiner, dreckiger Arsch. So. Machen wir doch einfach so. Theoretisch müssen wir jetzt eigentlich nur warten, bis er da raus ist. Hier unten könnten wir es unterbinden. Wir müssen sogar. Sonst haben wir... Die Popo-Karte, dann hat er nämlich gleich gewonnen. Ein Zug. Aber wie können wir es? Ich habe gewonnen. Ein Zug vor ihm. Ich bin schockiert, meine Güte. Hm? Und wenn ich mich noch richtig beim Schneiden anstelle, dann sehe ich auch noch ganz schön klug aus. K-L-U-K, ey. Danke. Dankeschön.
Coolio. Das ist aber ein schlechter Gewinner. Ein richtig schlechter Gewinner. Ich bin enttäuscht, ja? Also, ich bin wirklich enttäuscht. Sehr. So, aber was uns in dieser Kiste erwartet und ob wir unseren Bruder aus den Fängen des Seemonsters befreien können, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.